Hi, liebe Leute! Hier ist wieder euer Crush Fortific 89 zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Was gibt's denn hier zu nehmen? Achso, ja, die verrostete helle Bade. Nee, die lassen wir schön da, wo sie ist. Aber ja! Jetzt werden wir uns, jetzt ist es Zeit, dass wir uns nicht mal beim Dorf der Orni ein bisschen umgucken. Denn darüber befindet sich der nächste große Titan. Und den wollen wir wieder bestreiten können. Ah ja, das ist eine Gebetsstatue. Mir fehlen leider noch zwei Zeichen der Bewährung. Hallo? Ja. Guten Tag. Ist der dir auch gefallen? Der Titan war Medo? Ja, klar. Er hat das Dorf in große Schwierigkeiten gebracht. Und mal etwas ganz anderes. Meine Mutter drängt mich jeden Tag dazu, im Laden auszuhelfen. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. An welchen Ort würde ich es lohnen, einen Laden zu öffnen? Passt schon, nur keine Bange. Ich tue schon nichts. Ah, siehst du? Alles in Ordnung. Gibt es einen schönen Opal. Ob sie mich dann attackieren würden, wenn ich, wenn ich sie angreife? Hm? Hier, freie Bahn? Ach so, weil hier ein Laden ist, ne? Ach nein, das ist... Na, komm. Ja, da ist also die Raststätte. Beziehungsweise das Schwalbennest heißt es. Hi. Willkommen im Ornigasthaus Schwalbennest. Wenn du der Chef bist, bist du eher richtig. Schlafe in einer unserer weichen Betten und vergiss ganze Misere. Wiedersehen. Bitte bär uns bald wieder. Ich guck mich hier trotzdem um. Vielleicht finde ich hier noch etwas. Hallo? Das ist eine weibliche, ne? Ah, ja. Sieh eine an, da haben wir jemanden mit einer Nebenquest. Hallo, guten Tag. Bist du völlig aufreißen? Yep. Dachte ich's mir. Was gefällt dir im Dorf der Orni am besten? Mir gefällt immer schon die Schlicht, die alles ist. Aber für die Flitterwochen war das wohl die falsche Wahl. Meine Frau meckert in einem Fort. Es ist so kalt hier, gibt es nichts zu tun. Oh weh. Wenn es so weitergeht, sind wir am Ende der Flitterwochen schon wieder geschieden. Ich muss Röstäpfel machen, damit mein Braut mich wieder mag. Deshalb brauche ich Feuersteine, um Feuer zu machen. Wollen machen zu können, aber du hast keine dabei, oder? Wie viele braucht er denn? Das ist ein verbrannter Geruch, sind das oder Feuersteine? Verkaufst du mir einen davon? In Ordnung! Da, danke! Nimm das als Bezahlung. 100 Rubine für einen Feuerstein? Genial, jetzt kann ich Röstäpfel machen. Ich will noch viele weitere Röstäpfel machen, also bring mir so viele Feuersteine, wie du kannst. Hallo, guten Tag, das ist ein verbrannter Geruch. Ja, und wie viel kriege ich dafür? Was? Nur 70? Hey, warum kriege ich jetzt weniger? Jetzt kriege ich auf einmal weniger. Für einen Feuerstein habe ich schon 100 bekommen. Das kriege ich für 10 70? Na gut, lass mal das jetzt. Ich will auch noch welche übrig haben. Für alle Fälle. Aber gut, immerhin habe ich mir ein paar Rubine jetzt extra mal dazu verdient und das passt schon. Und jetzt gehen wir hier weiter. Hier entlang zum Frechspatz, den Krämerladen mit dem Lächeln. Keine Angst, alles in Ordnung. Okay, was haben wir denn da Feines? Rohrzucker habe ich davon? Davon habe ich noch gar nichts. Ich nehme gleich alles. Dann sollte ich gleich die Gelegenheit nutzen und ja, gleich die Rubine ausgeben. Oh. Blutlinge. Sehr schön. Holzpfeiler natürlich. Sehr schön. Und 5 Bombenpfeile. 1000 Rubinen. Nein, danke. Sorry, dann halt nicht.
Für Ziegenbutter habe ich eigentlich nur 5 Stück. Wenn das so wenig kostet, dann nehme ich gleich alles hier. Der Bantaweizen nehme ich auch gleich ab. So. Gut, dann habe ich schon so ziemlich alles bei ihr aufgekauft. Ah, was haben wir denn hier Feines? Misas Kochbuch. Oh, es gibt da Kuchen zum Kochen. Mal kauf. Ja, zuerst einmal Tabanterweizen, Ziegenbutter und Rohrzucker. Am besten bei uns im Land. Ja, wie das der Zufall so will. Wenn man diese drei Zutaten mit einem Apfel vermengt, gibt es einen äußerst schmackhaften Apfelkuchen. Der Apfel kann auch durch eine andere Zutat ersetzt werden. Oh ja. Und der Nusskuchen. Und eine Eichel. Und das, und die Bratbanane? Der Bantaweizen, Rohrzucker. Und dann jetzt diese Zutaten, ein Schwertbanane, fertig ist die Bratbanane. Ein seltener, weil man erfindet, sollte man das Rezept ausprobieren. Ja, ich habe ja schon in einer anderen Gegend viele davon bekommen, vor allem durch diese Jägerspacken. Die immer gerne auftauchen wollen. So, der Rüstladen, jetzt schauen wir mal, ist hier... Ein Ornegewand. Oh, das ist gegen Kälteschutz. Alter, aber das Zeug ist teuer. Ach du Scheiße. Oh. Aber das wäre auf jeden Fall ein guter Kälteschutz. Hey. Komm, was du sagen, roter Pfau? Ich möchte verkaufen. Ja gut, dann gebe ich halt mal ein paar Edelsteine wieder her. Ich habe nur noch 3 Feuersteine. Oh mein Gott, ich habe also tatsächlich schon viel zu viel ausgegeben. Ich habe vor dem eh schon zu viele Bernsteine. ...30 Rubine ist einer jeweils wert. Hm. Habe ich denn sonst noch was? Ja, Rhodonit, die brauche ich ja noch garantiert. Jetzt habe ich aber auch keinen Diamanten mehr. Vielleicht hole ich mir erstmals. Ich würde vorschlagen, ich verkaufe mal 20 davon. Oh. Topaz habe ich auch noch. Verkaufe ich gleich 3 Stück. Also zumindest die Hälfte mal ausgegeben habe. Und Saphire verkaufe ich auch noch 3. So, so sieht es doch schon viel besser aus. Jetzt kann ich mir die Rüstung hier kaufen. Sehr schön. Aber die muss ich dann auch erstmal wieder verbessern. Ich frage mich, was ich dafür benötige. So, das ohne Gewand. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ah, nicht schlecht. Sieht fast schon auch so aus wie ein Indianer. Ja, das heißt so gefallen. Ja, dann passe ich mich auch gleich damit an. Und trage das Gewand von nun an hier in dieser Gegend. Was ist denn hier? Hallo? Was ist denn los? Los, Faber, mir in der Augenblick geht es allen schlecht. Mollys Papa wurde verletzt und Tunis Papa ist verschwunden. Mama und meine Schwestern sind deswegen alle traurig. Und ich kann ihnen nicht helfen. Oh Mann. Da muss was getan werden, aber pronto. Ah, hier kann ich kochen. Hey, bist du und du ein heißender Nagurt und sorgst du dafür, dass der große Vogel im Himmel in Ruhe ist? Mache ich. Auf keinen Fall! Geh, sagt, dass man damit singen muss. Es tut mir wirklich leid, dass immer das Papa hat, das verletzt würde, aber ich mag aber nicht singen. Natürlich eine schwere Situation. Aber es muss sein.
haben wir denn hier? Holzkelle. Als Waffe kann man das auch hernehmen. So. Na schön, dann schaue ich, dass ich mal wieder was koche. Ein Apfel in die Hand. Vielleicht auch zwei. Und so. Was war's nochmal? Tabanterweizen. Und Rohrzucker. Wo haben wir denn das alles hier? Da? Tabanterweizen und Rohrzucker und Ziegenbutter? Ich hoffe, das war so richtig. Ja! Hohoho! Mmh, yum! So, das haben wir noch mit einer Nuss. Gleich zwei davon. Okay, die Tabanterweizen war auch gleich irgendwo hier in der Nähe. Sortieren. So, jetzt sieht es schon viel besser aus. Oh, ich habe nur noch, wow, so wenig Rohrzucker? Der hell? So, der Tabanterweize. Und jetzt kommt der Nusskuchen. Hm. Aber okay, der bringt nicht so viel. Aber hey, immerhin war eine neue, immerhin was Neues zum Kochen und das sieht gut aus. Vielleicht kann ich das auch in einer Mission überbrauchen. So, und jetzt wird es Zeit, die Schwertbananen zu kochen. Kraftbratbanane. Hm. Das war's doch, oder? Ich hoffe, ich habe die richtige. Ich hoffe, ich habe das Richtige gekocht hier. So. Nunu. Also da kann man wieder, ich glaube, da kann man losfliegen, wenn man, also ich glaube, da, diese Stelle nutzen sie, um loszufliegen. Oh, da hat noch jemand eine Nebenquest. Willst du eine Geschichte hören? Es heißt Geschichte, Molly. Schön, dass wir dich hören. Ich sah mal, das heißt mein Opa und einen großen Baum auf einen großen Berg und Big Nordwesten. Warum sie immer das G mit K aussprechen? Gehört wohl zu den Ornikindern dazu. Plötzlich sah ein riesigen weißen Vogel vorbeifliegen. Mein Opa flog dem weißen Vogel hinterher. Und dort hat sich der Bauch des Vogels auf den neuen befahren. War etwas ganz Wertvolles. Und das war... Ja? In der Stelle bin ich immer eingeschlafen. Aber ich weiß genau, welcher große Baum das war. Der große Baum da, kannst du ihn sehen? Da hinten? Von der ist mein Papa zu einem weißen Vogel geflogen. Ah! Was war es bloß im Bauch des Vogels? Papa kann nicht mehr fragen, es ist traurig, ich will es nie erfahren. Der einsame Baum. Hm. Der also, hm? Huh? Warte mal, da war ja auch etwas. Das hat auch mit der Rüstung zu tun gehabt, ne? Da war ein großer Baum doch tatsächlich... die Rede von großem Baum, ne? Ich glaube, so war das doch. Guten Tag? Ja. Hallo. Um in Zeiten von Ungeheuern wie Wavi auf der Suche zu gehen, muss man doch verrückt sein. Wovon redest du? Wovon ich rede? Sag bloß, dass dieser Ries... Wamedo ist dir nicht aufgefallen. Dem Herr zu verdanken, dass wir ja alle ausflippen. Wenn ich ein geübter Krieger wäre, würde ich das Ding einfach frontal angreifen. Ich glaube, Krieger zu sein wird er nicht reichen. Da braucht man schon mehr. Schließlich nützt das war. Schließlich nutzt auch, oh, was? Ein Schwalbenbogen. Hm. Puh, was ist jetzt der Unterschied hier? Also ich darf ja den starken Exhalbogen liegen. Und nimm mal den Schwalbenbogen. Hey,
Es tut mir leid. Nehmen einfach. Im Moment kann ich eh nichts damit anfangen. Hallo. Ah, er tut aus wie so ein Mist. Was ist? Das ist mein Problem, nicht deins. Verdammt, dieses Monster. Ah. Wer bist du? Ich bin Herthes und ich baue die besten Bogen ganz Hyrule. Zumindest theoretisch, solange ich meine Flügel nicht bewegen kann, brauche ich gar nichts. Alles in Ordnung? Ich hätte besser auf den Häuptling hören sollen. Gute Besserung. Danke. Ich hätte ihn das bloß, hätte ich ihn das lieber nicht weggenommen. Wisst ihr was? Schau mal, was überhaupt der Schwalbenbogen hat. Er ist eh schwach, also. Hier. Bitte sehr. Tut mir leid. Ich wollte ihn nicht auf den Tisch legen, aber der bleibt dann einfach hier liegen. Aber gut, meinetwegen. Hallo? Guten Tag, Herr Reisender. Hast du Vamedo gesehen? Wir sind ratlos, was wir tun sollen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wird mein Herz so schwer. Und kann werde ich wieder unbeschwertes Leben genießen. Das frage ich mich auch. Das ist auch wirklich so ein Startplatz für die, beziehungsweise Landeplatz für die ganzen Orni hier. Dum-di-dum, lala, lulu, ha. Seit dieser Mamido aufgetaucht ist, kriege ich kaum einen vernünftigen Ton heraus. Stimmt ja, die wollen alles singen üben. Die haben es echt alles schwer. Guten Tag? Bist du eine Reisende? Wieso? Nein, es ist nichts. Ja, bitte kümmere dich nicht weiter um mich. Ob das später noch wichtig wird? Tag! Tag! Ja, gute Antwort! Ja, doch auch nicht größtes. Du bist unser Papa immer. Ach ja, hör mal zu, ich bin Papa verabredet. Wie schön! Ja, wenn man am Flugplatz die Flügel ausbreitet, dann wusch, wird man los! Wo ist der Flugplatz? Da hinten, wo die Fahnen sind, da liegt der Flugplatz. Ja, stimmt, da waren wir auch schon. Ich hoffe, Papa kommt langsam mal zurück. Ich freue mich schon so. Gut. Da gehen wir später noch hin. Oh ja, noch ein Bernstein. Nicht schlecht. Oh, das muss wohl der Häuptling sein. Ich habe so Angst vor den Geister, wo ich hoffe, der frisst mich nicht. Hat der Häuptling auch von ihm erzählt? Und hast du gar keine Angst? Keine Angst. Oh, super, du bist so müde, dass du ihn regressieren könntest. Oh, ein Gast? Aus dem Gürtel hängen hast du das etwa? Wo sind meine Manieren? Ich bin Kanili, der Häuptling des Dorfes der Orni. Also, was du da im Gürtel hängen hast, ist es ein Schikostein? Genau. Oh, stimmt also wirklich. Du bist ein Ricke und kannst die rivale Identitäten Vamedo steuern. Das kann ich so direkt von vorne dran ausgelöscht. Er muss den Schikostein geerbt haben. Oh, verzeih mir, ich war in Gedanken. Nachfahrer des Recken, wenn du meine Bitte hörst, werde ich dir ewig dankbar sein. In Ordnung. Ich danke dir. Nun, da ich weiß, dass du der Nachfahre eines Recken bist, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Vamedo, der bei unserem Himmel kreist, aufhältst. Es gibt nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Ein ausgewählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Theba und Herthes, zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf, haben versucht, Vamedo auszukundschaften. Dabei ist Herthes verletzt worden. Aber du bist der Nachfahre eines Recken, deshalb erhöre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Theba. Er hat vor, Vamedo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm. Zusammen könnt ihr Vamedo vielleicht aufhalten. Na gut. Vamedo. Ja. Doch bevor wir uns ihn widmen, wollen wir uns erstmals den großen Baum jetzt ansehen, weil der hat mich so neugierig gemacht. Da ist auch der Flugplatz. Nein, das ist ein ganz anderes. Hier. Beim Gieserhügel. Hab ich auch einen Krog immer gefunden.
Nein, wo ist denn die Markierung genau? Ach, hier! Also hier wäre ich fast am nächsten dran. Aber das kommt mir wie ein direkterer Weg vor. Aber bevor ich das mache, ich sollte zuerst mal einfach schauen, ob ich meine Rüstung irgendwie noch verstärken kann. Also, statten wir doch der Fee wieder einen Besuch ab. Oh je, da war noch eine Vase, aber gut, lasse ich die jetzt mal sein. Ja gut, also wir haben auf jeden Fall ein Ziel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das noch abgehen wird. Und ich hoffe, ich komme mit diesen Titanen besser zurecht, als ich ansonsten immer, weil... Ja, beim letzten Titan habe ich mich schon ein bisschen angestellt. Am Ende habe ich es natürlich geschafft, ganz klar, aber trotzdem. Das geht natürlich deutlich besser, als so, wie ich das gemacht habe. So, holen wir uns nochmal die ganzen Pflanzen hier. Zum Glück ist mir nicht zu heiß. Zum Glück passt es mit dem Wetter gerade. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade bei der Feenquelle bin und nur wenn ich dann in die Wüste rausgehe, wird es heiß oder zu kalt. Keine Ahnung. So, hallo! Ja, bitte. Ja, stimmt, ich habe ein Hinungssetz dafür. Ha. Wo geht's das überhaupt? Nein, das geht's vielleicht nicht aus. Ach, so ein Mist. Fehlen mir noch Leuchtsteine, um alles zu verstärken. Aber gut. Ha, ja, die roten Schleimgelees kommen jetzt hier dafür zum Einsatz. Vielleicht brauche ich das ja auch dann beim, Sag schon. Ja, die Opalo-Ringe. Wisst ihr was? Ich verstärke lieber meine Kleidung offscreen. Das geht schneller. Ich wünschte, ich könnte alles auf einmal so verstärken, so gut es geht, oder? Mehrere ausfallen, mehrere Kleider auswählen. Gut, die Rüstungstasche ist immerhin gut sortiert worden. Ja komm, ich mach das mal schnell offscreen. So Leute, die Klamotten sind bestmöglich verstärkt. Ich muss sagen, auch wirklich, diese Oni-Rüstung sieht einfach geil aus. Also mir gefällt sie auf jeden Fall besonders gut. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir uns zum großen Baum begeben. Dann liegt er in dieser Richtung. Was? Ach! Schreckt mich doch nicht so. Komm, geh down. Wie viele Treffer nimmt er denn? So, jetzt aber. Danke für das Edelwild. Oh, oh. So, weg mit dir. Und tschüss. Und dann fort mit euch. Ihr lästigen Spackos. So. Jetzt aber fallen sie alle auseinander. Ja, nur mit dem Moblin-Zeugs. Ich wünschte, ich hätte ein Pferd. Aber ich glaube, für eine gewisse andere Strecke brauche ich noch nicht mal das Pferd. Oh, diese Richtung muss ich. Zum Berg. Ja, bei dem Berg kann ich natürlich mit dem Pferd das Licht erklimmen. Das wird nicht möglich sein. Aber ja, das Ornegewand hilft auf jeden Fall ganz gut. Da sind wir wieder bei der Hütte angelangt. Und ab hier heißt es den Berg hoch. Ja. Hier war der Jägerspacko.
So. Dann einmal hier hochklettern. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Hey, wer spielt denn da jetzt? Schneebällen. Was soll das? Ja, so viel zu retten, Hellebarde. Oh! Elch! Der ist wohl wahrscheinlich vor den Wolf geflohen. Alter, wie die in Zickzack rumrennen müssen. So, gib her. Was? Der ist immer noch nicht down gewesen. Hey. Schluss mit dir. So, wollte gerade sagen, ich doch noch irgendwo einen Holzpfeil rum. Ja, hier auch. Gut, dass die Pfeile, dass die meisten Pfeile nicht verloren gehen. Aber dafür sind jetzt mehr Elch verloren gegangen. Was soll's. Ach du Heiliger. Danke auch für die schönen Eisgelees. Und jetzt zu dir. Und tschüss. Hast keine Chance, Freundchen. Oh! Okay, ich habe nichts gesagt. Den habe ich jetzt unterschätzt. Na, warte. Dann schlage ich dich jetzt eben mit deiner eigenen Waffe hier. Arsch. Oha. Komm her. Ja, komm her. Oh, zack. Bloß gut, dass die immer mit einem Schlag down gehen. Puh. Ich wünschte, ich könnte diese Eisschneeschuhe anlegen, aber das Problem ist, die halten mich nicht warm, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Oh ja, ich hab's doch geahnt. Tschüsskowski. Und danke für den Bärenstein. Ich kann jetzt echt mehr Feuersteine von denen gebrauchen. Brauche ich auch für das Aufwerten einer weiteren Rüstung. Noch mehr Xalfasse. Ist das jetzt ein Moblin? Tatsächlich. Jetzt habe ich ihn stattdessen getroffen. Zünde dich nur an, du Idiot. Oh Mann. Das war wirklich alles andere als erfolgreich. Oh fuck. Shit. Okay, Zeit mir etwas zu essen zu gönnen. So was richtig Feines. Das habe ich aber jetzt dadurch verschwendet. Hm. Aua! Ah, da habe ich mich gerade geheilt. Uff. So. Wieder mit euch. Aua! Arsch! Nein, lass gut sein! Haha! Da geht schon mal der eine down. Ey! Der wagt es, mich mit der Zunge zu erwischen. So. Und down! Das wär's.
Puh. Moment, also ich konnte das bei den Gegnern schon besser machen, aber deutlich. Der hat nur Hauer gegeben. What the hell? So, lass mich da hoch. Okay, das kann ich nicht nutzen, um Kleinholz daraus zu machen. Ah. Was versteckt sich denn da? Oh. Ist das die Feuerbälle auf mich zurückfallen hier? Ach, das war jetzt unnötig eigentlich fast. Aber dafür gibt es ein Ritterschild. Sehr schön. Und ich habe genug Platz in der Schildtasche gehabt. Hui. Muss ich da jetzt echt hochklettern? Ich glaube, ich kann da auch genauso gut raufwandern. Das war halt nur für die Truhe alleine hier. Naja, obwohl, wenn ich den Stab so trage, glaube ich, kann ich auch mal die Schneestiefel anziehen. Mit denen kann ich mich ja besser bewegen. Ja, so sieht doch schon viel besser aus. Und, oh. Wer war das? Hm. Da ist nichts drin. Oh, ein Elch. Den hab ich noch nicht gesehen. Nice one. Der Schneefuchs, an den komme ich nicht mehr ran. Der läuft mir zu schnell. Oh. Ach komm. Na, was ist? Wolf, hä? Komm doch her. Wenn du dich traust. Renn doch nicht so blöd herum. Na, was ist? Hey, hey, komm runter da! So. Danke für der... Oh, 2 Stück Luxuswild. Ey, da habe ich aber Schwein hier.